Und da sind wir auch wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Die Gelbe Edition. Willkommen zurück, Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier immer noch unterwegs in einem abgebrannten Forschungslabor auf der Zinnoberinsel und ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hier noch lang kann. Also ich habe jetzt hier eigentlich ja so einiges interessantes Zeug gefunden und sogar auch einige interessante Forschungsdaten entdeckt. Nämlich ja über das Pokémon Mew, welches sogar auch angeblich ein Junges zur Welt gebracht hat, welches Mewtwo genannt wurde. Dieses ist dann allerdings ja ziemlich unkontrollierbar gewesen und hat hier anscheinend ja dieses gesamte Labor einfach mal in Schutt und Asche gelegt. Also das muss ja wirklich ein verdammt mächtiges Pokémon sein. Ja, was sage ich da überhaupt? Ich weiß es ja, wie mächtig der Teil ist. Ja, und irgendwann werden wir es wahrscheinlich sogar auch finden. Oder was sagst du? Ein Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Wirklich nicht? Ah, okay. Jetzt muss ich eigentlich nur nochmal nachschauen. Also, genau, ich habe ja nämlich auch noch beim letzten Mal den Fragezeichenöffner gefunden. Weiß allerdings nicht, wofür der jetzt gut sein soll. Ja, muss ich einfach erstmal hier noch rumgucken. Also gut, hier war ich anscheinend schon. Mhm. Ja, okay, hier komme ich anscheinend ja wieder raus. Alles klar. Irgendwo war ja hier auch wieder so eine Tür. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Warte mal. Okay, ich komme hier nicht raus. Halt mal. So, Schalter wurde geöffnet. Gut, dann gehe ich einfach mal hier raus. So wie es aussieht, war ich hier anscheinend doch schon richtig. Aber irgendwo muss ich dann doch hier falsch abgebogen sein. Genau, hier. Richtig, da waren ja auch die Wege dann vorher zwischendurch mal versperrt. Okay, genau, hier ging es dann wieder raus. Okay, und ich bin wieder draußen. Ja, okay, wofür brauche ich jetzt diesen unbekannten Türöffner? Irgendwas muss doch hier noch eigentlich ja sein. Also, Leute, jetzt im Ernst. Ja, mit Pikachu, mit dir wollte ich jetzt eigentlich ja nicht unbedingt reden, aber egal. Ich wollte jetzt eigentlich herausfinden, wofür ich jetzt diesen komischen Schlüssel brauche. Also ich meine, der muss doch hier für irgendwas gut sein. Aber die Teile hier kann ich damit nicht öffnen. So. Ja, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Ja, okay. Wieso zum Teufel kann ich den Typen überhaupt von Alabastia aus hierher hören? Der muss ja echt kräftige Lunge haben, dass er so laut schreien kann. Alter, sag mal, wie schnell ist der Schutz hier eigentlich bloß abgestellt? Das gibt's doch nicht. Ist doch nicht normal. Tja, ich hatte eigentlich ja noch erwartet, dass ich hier noch irgendwas Interessantes entdecke, aber so wie es aussieht, ist hier anscheinend nichts. Jedenfalls nichts, was ich jetzt hier so auf Anhieb jetzt irgendwie finden könnte. Na gut, Totok, bring mich mal nach draußen. Vergessen wir das dann einfach mal erst fürs Erste und dann ja, kümmern wir uns einfach jetzt um unseren richtigen Auftrag. Ich werde einfach gleich mal in die Arena gehen. Oder? Ja, erstmal gucke ich mich noch mal ein bisschen in der Gegend um. Könnte ja sonst noch was hier sein. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, irgendwann mache ich das bestimmt mal. Aber jetzt ist, naja gut, noch ein bisschen Zeitziehen angesagt. Also Arena-Time ist erst später. Oder? Warte mal. Ich schaue erstmal kurz mal auf die Karte. Okay, mehr ist denn hier anscheinend gar nicht. Okay, Alabastia ist hier unten. Das Kraftwerk. Ah, das ist da hinten. Okay, wie komme ich aber von dort aus dahin? Joa. Okay, da muss ich da wahrscheinlich von Lavandia aus dort lang.
Das ist eigentlich ja kein Problem. Also gut, das Kraftwerk, das muss auf jeden Fall irgendwann mal noch gemacht werden. Also das kommt wahrscheinlich sogar auch dann als nächstes auf die Liste. Sobald ich ja hier den Arenaleiter geschlagen habe. Also machen wir das mal. So, Tag auch. Hey, warte du, Champion in Spe. Der hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Trainer. Oder Spezialist. Du solltest dein Mütchen mit... Ja, sein Mütchen mit Wasser kühlen. Und besorge dir Feuerheiler. Nee, ist nicht nötig. Hey! Man nennt diese Pokémon-Arena auch die Quiz-Arena. Ja, wenn du zu Pyro möchtest, musst du an einem Quiz teilnehmen. Wenn du gewinnst, musst du nicht gegen uns kämpfen. Okay. Willkommen beim Pokémon-Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Nö. Falsch, so ein Pech. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Ja, dann zeigen wir mal. Ja, ich werde jetzt hier natürlich jetzt alle Quizfragen jetzt mit absichtlich falsch beantworten. Immerhin, ich will ja die Kämpfe haben, um ein wenig Training reinzukriegen. So, Turtok, du bist dran. Blubstrahl. Das sollte reichen. So, das war's. Gut, Turtok erhält erstmal Punkte und erreicht Level 45. So, jetzt wird es ja richtig fit gegen Pyro sein. So, als nächstes wird Vulpix in den Kampf geschickt. Willst du wechseln? Nein, danke. Das ist nicht nötig. Und selbst wenn Turtok jetzt versauen soll, ich habe ja immer noch Relaxo und Glurak und die können es ja auch noch richten. Gut, das war's. Und als nächstes wird nochmal Voluna in den Kampf geschickt. Das können wir auch nochmal schnell hier blubstrahlen. Okay, hat sogar knapp überlebt. Das kann doch nicht wahr sein. Naja gut, Eisstrahl ist zwar totale Verschwendung, aber was soll's. Ich ergebe mich. Wäre auch besser so. So, Tür ist offen. Jo, ist eigentlich ja ganz einfach. Hallo. Ja, was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir auch jetzt nicht so schnell herausfinden. Oh Gott, schon wieder so ein Unterstreber. Okay, er setzt Vulpix ein. Naja, auf jeden Fall ein hübsches Pokémon. So, Blubstrahl. Gut, Attacke ist sehr effektiv. Und Vulpix wurde besiegt. Yeah. Dann kommt noch ein Vulpix und das werden wir natürlich auch plätten. Oh, ist kein Ruckzuck-Hieb. Na gut. Interessante Attacke. Macht aber zum Glück nicht so viel Damage. Also ich denke mal, wir kommen hier gut klar. So, Voluna wird in den Kampf geschickt. Aber wir wollen nicht wechseln. Aber ich muss echt schon mal sagen, es ist schon krass, was für ein hoher Levelunterschied jetzt eigentlich ja zwischen den Pokémon des Arenaleiters und seinen einzelnen Trainern hier ist. Das habe ich eigentlich auch schon bereits ja in der Safronia-Arena ja gemerkt. Ich meine, da hatten ja auch die meisten Pokémon, die ja die Leute dort benutzt haben, ja auch nur vielleicht so zwischen Level 30 und 35 und dann Arenaleiterin Level 50 Psycho-Pokémon. Also, das ist doch echt heftig. Autsch, heiß, sehr heiß. Ja, sehr, sehr heiß. So, glaubst du wirst es schaffen? Werden wir gleich sehen. So, Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon Orden? Ja. Nein, falsch, so ein Pech. Du hast keine Chance, ich bin Pokémon Profi. Ich ja im Grunde auch, aber ich sag ja, wie gesagt, ich mache ja hier alles absichtlich jetzt falsch. So, Ponita. So, Glubstrahl.
geht. Pontikutta wurde besiegt und Streber wird Lumanda in den Kampf schicken. Oh, nett. Eigentlich ja schön zu sehen, dass es auch manche noch hier noch andere Leute gibt, die die Starter-Pokémon besitzen. In späteren Generationen ist das ja irgendwie nicht mehr so. Da besitzen sie ja nur der Protagonist und seine Rivale ja eigentlich ja noch die Starter. So, nochmal ein Vulpix wird in den Kampf geschickt. Und nochmal den Glubstrahl. Gut, ich hoffe mal wirklich, das reicht noch gegen Pyro aus. So, das war's. Der ist erledigt und wir halten nochmal Punkte. Totak erreicht Level 46. Yeah. Okay, nochmal ein Fukano zum Abschluss. Das kriegen wir ja noch hin. Und noch einmal den Blubstrahl. Gut, Fukano wurde ja besiegt und wir bekommen mal wieder ein paar Punkte. Aber jetzt leider kein Level ab. Ich meine, wir haben es ja gerade erst erreicht. Oh nein, das war unprofessionell. Yep. So, das war's. So, lass mich mal bitte durch. Pikachu, machen wir auch mal ein bisschen Platz hier. So, dann gucken wir mal. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Nein. Quapsel entwickelt sich auch bloß zweimal. Ja, ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Ey, weißt du was? Ich eigentlich sogar auch gern. Aber hier ist es natürlich ein bisschen unpassend. Okay, ein Dieb möchte kämpfen. Und er setzt ein Ponita ein. Ja, Ponita ist zumindest sehr schnell, also... Wenn man ein Dieb ist, bräuchte man auf jeden Fall ein Pokémon, das eigentlich sehr schnell ist, damit es einem zur Flucht verhilft. Aber, ja. Es sollte aber auch eins sein, dass es eigentlich irgendwie ja löschfest ist oder so. Beziehungsweise wasserverträglich. Genau, das ist das richtige Wort. Löschfest. Was ist das denn überhaupt für ein Begriff? Oh Gott. Egal. So, nächster bitte. So. Gut, nächstes Pokémon-Quiz. Prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Boden-Pokémon sehr effektiv? Auf jeden Fall. Natürlich nicht. So ein Pech. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Echt? Warum? Verrat's mir. Okay, Galoppa. Oh, interessant. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier eins sehe. Ich könnte ja natürlich ja meinen Ponita jetzt auch zu einem Galoppa weiterentwickeln, aber das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Ab welchem Level entwickelt er sich überhaupt? Ich glaube Level 38, oder? Kann sein, ich weiß es nicht. Wie gesagt, sowas kann ich mir nicht merken. So. Werden wir das erstmal hier schön einfrieren. Und das war's. Der Streber ist besiegt. Oh yeah. Da, 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 da. Okay, weiter. Der nächste. Oh, Schutz wirklich mehr? Ist aber auch egal. Hier tauchen eh keine wilden Pokémon auf. So, was haben wir hier? Pokémon-Quiz. Prüfe dein Wissen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja. Ups. Können wir trotzdem kämpfen? Okay, wir können trotzdem kämpfen. Okay. Dann ist ja okay, also dann ist ja scheißegal, ob ich jetzt die Fragen falsch oder richtig beantworte. Okay, dann hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Boah, da habe ich mich jetzt ja eigentlich ja total umsonst wie ein Depp angestellt. Na egal, was soll's. Das war jetzt natürlich doof. Okay, Turtok kämpft bereits. Oh, der Blubstrahl reicht ja eigentlich auch locker erstmal dafür aus. Den Surfer kann ich mir ja später dann für Pyro aufheben. Sollte ja genügen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Oh, 6 Minuten. Geht ja noch. Autsch, du bist zu stark. Entschuldigung, kann ich auch nichts dafür, dass ich so toll bin. Ja, dies ist die letzte Frage. Pokémon-Quiz, prüfe dein Wissen. Ist TM28 die Froschattacke? Nee, eigentlich nicht. Und die Antwort ist richtig. Na gut, dann werde ich mal einfach mal jetzt hier ein bisschen richtig antworten. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Ganz genau, was glaubst du, warum ich jetzt hier die ganze Zeit ein Turtok benutze? Hä?
Na gut, vielleicht hast du es ja nicht mitbekommen. Immerhin waren die Türen ja immer die ganze Zeit verschlossen. Und deshalb hast du es ja nicht gewusst. Gut. Das sollte ja erstmal hier kurzer Prozess sein. Obwohl, ich sollte ja natürlich aufpassen. Es könnte nämlich ja sein, dass Pyrus-Pokémon ja allesamt verdammt schnell sind. Aber werden wir ja gleich sehen. So, noch einmal den Blubstrahl zum Abschluss. Gut, das war's. Und ja, der Streber ist besiegt. Oh, ich habe verloren. Ja, ganz genau. Du hast total verloren. So, du bist also Pyro, was? Ja. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Ja, mal sehen, vielleicht brauche ich den ja gar nicht. Werden wir ja sehen. Ja, so sieht der Typ also aus. Pyro möchte kämpfen. Sicher, dass der Typ Arenaleiter ist? Er sieht eher aus wie so ein Forscher oder so. Ist egal. Okay, Volnuna auf Level 48. Okay, das geht ja noch. Das ist ja noch ziemlich human jetzt gerade, also im Vergleich zu Sabrina. Aber ich habe es befürchtet, die Dinger sind verdammt flott. Also sei Volnuna zumindest, damit rechne ich tatsächlich, dass es sehr schnell ist. Ah, mal gucken. Okay, es ist auch sehr widerstandsfähig. Gut, dann nochmal zum Abschluss hier den Eisstrahl. Ah, sehr gut. Es ist weg. Volnuna wurde besiegt und Turtok erhält Punkte und erreicht Level 47. Yes. Gut, als nächstes wird Galoppa in den Kampf geschickt. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Ich denke mal, das werden wir überleben, also das kriegen wir hin. Galoppa setzt Stampfer ein. Au! Voll auf die Omme. Okay, Stampfer kann also eigentlich auch zurückschrecken. Galoppa wird verletzt und wir machen Surfer. Okay, das hat gut gesessen. Okay, Level 50. Okay, Pyro wird Arcani in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Ja, vielleicht mache ich das wirklich. Ich glaube, ich werde Durak einsetzen. Arcani. Ich dachte eigentlich, ja, Pyros stärkstes Pokémon wäre ein Magma. Da lag ich aber wohl falsch. Na gut, dann legen wir mal los. Setz Schlitzer ein! So, Fatz. Volltreffer, okay. Bodycheck. Okay, Arcani wird verletzt. Gut, dann flieg in die Luft. Also im Prinzip nicht jetzt so richtig in die Luft fliegen. Also du sollst nicht explodieren oder so, Glurak. Du sollst das Ding einfach nur von der Luft aus angreifen. Reflektor. Okay, dann mal das hier. Erdbeben! Eigentlich ja unsere angriffsstärkste Attacke. Auch wenn sie kein Step ist. Bodycheck. So, und das war's auch schon fast. Oh. Überlebt so knapp. Na gut, dann zum guter Letzt noch einmal den Schlitzer. Yeah. Und das war ja einfach. Arcani wurde besiegt. Glurak erhält erstmal Punkte. Und wir besiegen Pyro. Yeah. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Ja, gut, wir halten noch mal erstmal ganz viel Kohle. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Schaffe Platz für mein Geschenk. Oh, okay. Was mache ich denn jetzt? Was werfe ich raus? Naja. Okay, den werfe ich lieber mal nicht weg. Warte mal, TM aktiviert, sie enthält Blizzard. Blizzard. Eines davon war ja noch Metronom, wenn ich mich nicht irre. Das hier aber glaube ich nicht. Genau, das war ja Solarstrahl. Okay.
Bringe ich jetzt Solarstrahl Bisaflor bei oder nicht? Wenn ich so darüber nachdenke, ach, was soll's, wir machen's einfach. Nein! Oh, okay. Bisaflor hat Rasierblatt vergessen, ich war zu hastig. Ach, naja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt natürlich blöd, aber was soll's. Na gut, gut, nochmal, dann noch jetzt erstmal das hier. Dieses Geschenk, wir erhalten TM38. Ist ja Feuersturm, genau. Feuer-Pokémon können diese Attacke erlernen. Glutexo und Ponyta sind dafür prädestiniert. Ja, ganz nett. Verdammt, hätte ich doch lieber mal vorher Platz geschaffen, ich Idiot. Naja, gut. Jetzt haben wir leider so einen schönen Volltreffer-Step jetzt einfach mal rausgeworfen. Na super. Und das jetzt gegen eine Attacke, die eigentlich eine hohe Verzögerung besitzt. Naja, was soll's. Ich habe schon schlimmere Fehler begangen, also ist das jetzt eigentlich ja nur... Naja, also ist das nicht so ganz so tragisch. Ja, wir haben es also geschafft. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Arena übrig und an die komme ich eigentlich ja ziemlich leicht ran, denn es ist nämlich die Arena in Vertania City. So, die sollte ja jetzt eigentlich ja sogar endlich verfügbar sein. So, erstmal, ja gut, werde ich erstmal wieder mal die ganzen TMs einlagern. So, TM ablegen. So, die wird abgelegt. So, und ich werde ja natürlich auch noch die ganzen anderen Sachen rauswerfen. So wie zum Beispiel ja auch erstmal hier den Top-Trank, der kann weg. Oh, okay, und ich sollte mich mal langsam beheilen, also der Part ist ja schon wieder vorbei. Ach, weißt du was? Ja, ich mache das einfach offscreen weiter. Also gut, Freunde, das war's dann mal wieder hier mit Pokémon, die gelbe Edition für diesen Part. Beim nächsten Mal, ja dann, will ich mich eigentlich ja erst lieber auf den Weg zum Kraftwerk machen, wo ich ja dann das zweite legendäre Vogel-Pokémon ja hier fangen möchte, weil das ist nämlich ja dort. Und wenn ich ja das geschafft habe, will ich mich ja darum kümmern, endlich ja mir den achten Orden zu holen. Ja, denn der Arenaleiter ist ja jetzt nämlich endlich ja nach langer Zeit, obwohl er eigentlich ja die meiste Zeit hier abwesend ist, endlich in seine Arena wieder zurückgekehrt. Und deswegen ist es ja für uns eine gute Gelegenheit, ihn endlich herauszufordern. Gut, ich hoffe mal, ich habe jetzt auch damit recht, also dass er jetzt wirklich automatisch da ist, sobald ich den siebten Orden habe. Also ich hoffe es zumindest mal. Aber das werden wir dann alles, wie gesagt, beim nächsten Mal herausfinden. Also wieder vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!